Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Judgment bzw. Lost Judgment. Was ich nochmal gucken wollte, wollte ich ja nicht entgehen. Wir haben wieder 10.000. Tiger mache ich ja eh nicht so weiter. Doch, wir können sogar noch stärker einen Angriffsboost. Aber ich glaube, ich werde erstmal. Wo war denn hier das mit der Gesundheit gewesen? Gesundheitsboost. Habe ich die dann nur im Tiger? Nee, ne? Die habe ich auch normal. Aber ich habe auch gar nicht Gesundheitsboost. Wenn wir es schon mal haben. Da. Okay. Wir sind auf einem sehr guten Weg. So, was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ach so, wegen der Schlagwortsuche. Also ich glaube, wir müssen noch mal bei der Schlagwortsuche nach Abhörgerät. Ja. Dann gehen wir da direkt mal hin, aber... Sollte ich mich vielleicht immer verletzen lassen? Ich glaube schon, oder? Immer können wir. So, okay, das reicht doch schon wieder. Ich habe jetzt immer noch nicht nachgeguckt, ob wir wirklich, ne, aber. Wir haben ja gleich einen Futterstand neben uns. Das Blöde wird bloß sein, ich werde halt vergessen, 100 Pro, was ich alles schon gefressen habe. Außer ich habe da ein Häkchen dabei. Handgefertigte Teigtaschen. Jo, gönnen wir uns mal. Wir haben ja wieder, ne? Ach, lol. Im Besitz. Ach, das kann ich mir mitnehmen. Ja gut, ich dachte, das wäre jetzt wieder so ein Dings, aber hey. Jo, kein Ding. Ich dachte, das wäre jetzt... Ah ja, da ist ja auch ein Shop. Hä? Bin ja blöd. Warte. So. Hä? Alter, diese Map-Führung, Alter, die ist halt echt, ne, sehr gewöhnungsbedürftig. Vielleicht sollte ich auch mal, warte mal, wir haben ein Fahrrad da. Nimm mal das Fahrrad. Kann ich hier schon? Ich weiß nicht, hatten wir das Fahrrad schon? Ich glaube, wir hatten das Fahrrad schon, oder? Alter. Okay, das mit der Dose hatten wir, glaube ich, doch nicht. Okay. Aber sie wollten es ja nicht anders. Dann ja noch mehr. Wie gesagt, also solange es mir noch Spaß macht, werde ich die auch mitnehmen. Gerade halt am Anfang. Erstmal die Uschi da halt weggekloppt, ne? Yeah. Ja, mein Freund. Und weg damit. Really, guys? Eben. Okay. Aber jetzt mal so langsam wirklich, ne? Langsam wollen wir da wirklich mal hin. So. Ab auf unseren kleinen Roller. Kleinen Roller. Ein kleines Skateboard. Das ist das Einzige, wo ich sage, jo, da hat sich der Vorbesteller Boni gelohnt. Die anderen, ja, wäre ich eigentlich eher nicht weiter nutzen. Nee, die können wir mal. Ach, kann ich hier gar nicht. Ja, ich weiß, auf Straßen und so geht's, aber ich dachte wenigstens bei sowas. Unreines Blei. Na, mal gucken. Das Ding ist, wenn er sagt, Rosen, wie viele Rosen brauchen die? Das ist ja die Frage. Hier haben die also den Wanzenleger gefunden. Ist ja schon ganz schön was los hier. Wie es schon gesagt, ich bin hier, um sie zu finden, nicht um sie zu legen. Ach, das ist ja... Ah, okay, das klingt ja wie... Ich bin Detective von Yokohama 99. Ich habe hier ein Wanzensignal empfangen und wollte nach weiteren suchen. Sie sind Detective? Wer hat Sie beauftragt? Als Detective bin ich an der Schweigepflicht gebunden, aber ich muss zugeben, dass es kein offizieller Fall war, nur meine eigene Neugierde. Ihre Neugierde. Wenn das mal nicht nach einer klassischen Ausrede für einen Serienwanzenleger klingt, wie er gerade in der Gegend sein Unwesen treibt. Und Sie sehen definitiv aus wie einer. Ah, Mann. Tsukumo steckt in der Klemme. Ja, mach Sachen. Hey! Hey, Tsukumo!
Grüße. Yagamichi! Ja, perfektes Timing, Yagami. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Dieser Wachmann beschuldigt mich, die Stadt mit Wanzen vollgepflastert zu haben. Kennen Sie den Typen? Ja, wir sind seit langem befreundet. Er ist Detective, wie er gesagt hat. Und er ist definitiv nicht der Typ für sonst zwielichtigen Geschichten. Ich weiß ja auch bei Ihnen nicht, ob ich Ihnen wirklich trauen kann. Ich bin also nicht vertrauenswürdig, ja? Dann muss ich wohl das hier auspacken. Eine Karte oder was? Da. Zeiger. Das bin ich. Wie Sie sehen können, bin ich nicht verdächtig. Ja, Sie sind auch Detektiv. Vielleicht sind Sie ja ein korrupter Detektiv, von dem alle reden. Oh, ja, toll. Hätte ich den mal zuerst gestellt, wahrscheinlich wäre das kein Problem mehr gewesen. Ja. Nein, ich bin definitiv nicht korrupt. Und genau das würde jeder korrupte Detektiv sagen. Scheiße, Detektiv versaut den ganzen Branche den Beruf. Nee, ich bin also nicht vertrauenswürdig. Ja, dann muss ich das ja wohl auspacken. Ah, lol. Das wird doch passen, oder? Okay, ich heiße Ermin, ich bin Anwalt. Wenn Sie meinen Freund ohne Beweise wie ein Verbrecher behandeln, muss ich vielleicht diese Marke einsetzen. Hä? Sind Anwalt? Ah, naja, na, wenn ein Anwalt für ihn bürgt, dann ist das natürlich was anderes. Ja, ja, klar. Gerade zu der heutigen Zeit hat man das gemerkt, wie viel das vielleicht bei einigen wert ist, aber ja. Entschuldigen Sie bitte, schönen Tag noch. Ja, geht doch, verpiss dich. Entschuldigung. Oh Mann, danke für deine Hilfe, Yami. Du hast mich gerade noch gerettet. Ach, was soll denn das Ganze? Ich habe vor kurzem schon einmal gehört, dass es hier Probleme mit Abhörwanzen gab. Ja, das stimmt, ja. Angeblich gibt es in Nichio einen Detective, der seine Dienste für illegale Zwecke anbietet. Ja, ich habe auch was von einem korrupten Detective gehört. Das ist also der Wanzenleger, der den Wachmann schnappen will. Vermutlich, ja. Er hat für seine Klienten einige unschöne Arbeiten erledigt. Zum Beispiel hat er Stalkern Kreditheilen geholfen, ihre Opfer zu finden. Okay, der klingt ja echt richtig übel. Kein anständiger Detective würde solche Klienten jemals annehmen. Ja, ganz genau. Mir hat es auch sauer aufgestoßen, dass dieser Mann den Detective-Beruf in Verruf bringt. Deswegen habe ich mich ins Feld gewagt, um zu ermitteln. Stattdessen wurde ich für den Mann gehalten, den ich stoppen will. Grundgütiger, das kann auch nur mir passieren. Ja, versuch doch mal den verschlagenen Grinsen und das verschwörerische Kichern wegzulassen, wenn du meinen Satz bist. Ich muss aber einfach immer grinsen, wenn ich mich mit so einem faszinierenden Themen beschäftige. Oh, wie wäre es, wenn ich, wenn einfach du für mich weiter ermittelst? Damit kannst du versteckte Signale aufspüren. Hab ich selbst davon. Okay, was soll ich machen? Ja, ich bin wohl dazu verdammt, immer verdächtig zu wirken, aber du musst dir deswegen keine Sorgen machen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich schon. Du hast ein Ass im Ärmel, eine Anwaltsmarke, die du jederzeit zücken kannst. Also, hier, nimm das bitte. Danke. Noch mehr Spielzeug. Okay, Detektor, cool. Das Ding spielt also versteckte Signale auf. Ja, ganz genau. In einem gewissen Umkreis findet es alles, was eine verdächtige Signatur ausstrahlt. Wanzen, Spycams und ähnliches. In diesem Gebäude gibt es ein Signal. Willst du das vielleicht überprüfen? Gotcha. Na klar. Ich denke, das gehört zum... Es kam mir schon komisch vor, dass wir so viel lesen müssen, aber beim Hauptfall müssen wir das eigentlich nicht so oft. So, gut, hinter dem Gebäude, ich sehe nach. Antenne, erlaubt es dir die Quelle der elektronischen Signale, zeigt an, wie weit der Detektor von der Signalquelle entfernt ist, okay. Das Licht blinkt grün, wenn der Detektor in Richtung der Quelle zeigt. Bewege dich in die Richtung, okay, also typische, ja, was wir in einem Spiel auch schon hatten. Aber es gehört zum Hauptfall. Warum wurde daraus jetzt ein Nebenfall? Suchen nach Parkplatz nach Wanzen. Ja, warte mal ganz kurz. Nein. Ist doch bestimmt hier bei Gadgets drin, oder? Detektor. Oh ja, Mann. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Aber komme ich denn hier überhaupt rein? Boah, hier ist doch der Parkplatz, Mann. Oder? Darf ich hier drauf? Ja, hier darf ich drauf. Okay, dann zücken wir das gute Teil nochmal. Da steht Suche auf dem Parkplatz. Okay, warte mal, das nehmen wir mal mit. Billiger Draht. Cool.
Warte. Punching Ball, cool. Ist das jetzt schon hinter dem Gebäude? Das ist eher neben dem Gebäude, oder? Okay, pack das scheiß Ding mal weg. So, das ist jetzt hinter dem Gebäude. Ja. Ah, okay, jetzt blinkt auch mal was. Das Blöde ist bloß, ich... Oh. Ich wollte sagen, das Blöde ist bloß, ich kann damit nicht, nicht rennen. Bingo. Das Auto gibt ein komisches Signal ab. Hä? Vielleicht hat jemand in dem Auto eine Wanze platziert. Was machen Sie da? Das ist mein Auto. Excuse me. Tut mir leid, ich bin Yagami, Detective. Oh, ein echter Detective, ja. Ich bin Motoyama Ogami. Ich bin Staatsanwalt. Lustig. Oh, Sie sind also Staatsanwalt. Ich war schon als Kind ein riesen Krimi-Fan. Detective, was Detektive faszinieren mich, aber ich bin noch nie einem begegnet. Ach wirklich? Ja, also Herr Detective, was machen Sie bei meinem Auto? Geht es um einen Fall? Einen echten Detektivfall? Oder Detektivfall? Naja, offenbar schnüffelt ein nicht ganz koscher Detektiv in der Stadt herum. Toll. Entschuldigung. Und von Ihrem Auto geht ein eigenartiges Signal aus. Oh, glauben Sie, mein Auto ist verwanzt? Ja, könnte es sein. Führen Sie denn in Ihrem Auto manchmal Gespräche, die niemand hören sollte? Ja, natürlich. Ich verspreche zum Beispiel meiner Sekretärin anstehende Fälle und andere Sachen. Hat deswegen etwa jemand mein Auto verwanzt? Möglich, ja. Darf ich es absuchen? Natürlich. Ist aber mal wenigstens was Neues. Das, sowas hatten wir im ersten Teil auch nicht gehabt, dass wir jetzt irgendwie Wanzen aufspüren können oder so. Das Signal kommt aus diesem Stofftier. Es war wirklich in seinem Auto. Ogami-san, ich glaube, ich habe die Quelle des Signals gefunden. Das gehört Masuyama. Wer war diese Frau? Das gehört meiner Sekretärin, Masuyama. Mist. Scheiße, was? Wieso? Ach! Lass mich raten, das war einfach so ein Ding gewesen. Sie steht auf ihn und wollte irgendwie was vielleicht finden, wo sie ihn unter Druck setzen kann, zweck seiner Frau oder so, ne? Um an ihn ranzukommen oder irgendwie so in die Richtung. Sie werden für ihre Rolle in diesem schändlichen Verbrechen bezahlen. Verschwinde lieber, Nerd! Ich gehe jede Woche zum Kickbocken! Ich mein's ernst! Ich bin Madako Tsukumo, Meister des Yagami-Stils. Und ich halte mich auch gegen eine Dame wie sie nicht zurück. Das ist super. Ja? Sie können Kung Fu? Ach, ich Glücksbild. Warum? Oh. Hervorragender Bluff, Tsukumo. Das kannst du lange richtig gut. Deine Technik war perfekt. Ich habe dich oft genug kämpfen sehen, dass ich zumindest die Optik nachahmen kann. Also gut, Masuyama. Jetzt wird geredet. Ich hoffe... Wieder 50.000, yeah. Ich würde gerade sagen, ich hoffe auch mal richtig, aber nein. Okay, was hat denn das zu bedeuten? Ach, es tut mir leid, ich werde dafür bezahlt. Von wem? Etwa vom Anwalt dieses einen Angeklagten? Ja, er hat gesagt, dass er für ihn arbeitet und dass er Detective ist. Ein Detective. Wahrscheinlich der kriminelle Detective, der von dem die ganze Stadt redet. Können Sie ihn beschreiben? Ach, ich weiß nicht, wie er aussieht. Wir hatten nur über Handykontakt, auch keinen Videochat, nur Telefonate. Was ist mit seiner Stimme? Ist Ihnen etwas aufgefallen? Hat er Ihnen einen Dialekt? Ach, ich weiß nicht recht. Er war recht still, hat nur das Nötigste gesagt. Aber es war ein Mann, glaube ich. Haben Sie das Gespräch aufgezeichnet? Nein, er hat gesagt, das darf ich nicht. Mist.
Wenn wir nur irgendwelche Hinweise hätten. Hat er denn seinen Namen genannt? Nein, aber er hat gesagt, er leitet das illegale Detective Büro. Ja. Oh, das ist mal direkt. Er hält nichts hinterm Berg. Bestechung. Masuyami, wie konnten Sie das nur tun? Er hat mir 3 Millionen geboten. Die konnte ich nicht, da konnte ich... Boah, das kann ich verstehen. Na ja, Grundgütiger. Was soll ich nur mit Ihnen machen? Feuern. Aber wir sind wieder auf einem guten Stand, nachdem wir so viel teure Klamotten gekauft haben. Gute Arbeit. Wir wurden sogar bezahlt. Diese Masuyama wird definitiv gefeuert und kommt vielleicht sogar ins Gefängnis. Tja, das hätte sie sich überlegen sollen, bevor sie den Bus verwanzt hat. Und, wow, ein korrupter Detective in der Stadt. Wir haben ihn zwar nicht gefunden, aber es scheint, sehr aktiv zu sein. Ich habe da erst attraktiv gelesen. Aktiv zu sein, also kriegen wir unsere Chance bestimmt noch. Stimmt. In Ichiro scheint eine wahre Wanzenpest zu herrschen. Und ich glaube, mein ultranützlicher Detektor könnte das perfekte Gegenmittel sein. Sollen wir etwa die ganze Stadt mit dem Ding absuchen? Klingt nach reichlich unbezahlter Arbeit. Dann solltest du zuerst die Schlangenwurzsuche einsetzen, um herauszufinden, wo du suchen musst. Also alles, was ein starkes Signal abgibt, zum Beispiel drahtlose Wanzen und Spycams, sorgen für Störungen. Fernseher und Telefone können Aussetzer haben, wenn sich geheime Überwachungsgeräte in ihrer Reichweite befinden. Okay, interessant. Wenn ich also nach Störgeräuschen oder so etwas filtere, finde ich vielleicht heraus, wo eine Wanze versteckt sein könnte. In der Tat, die Chancen sind hoch, dass man am anderen Ende dieser Wanzen und Spycams Opfer sitzen. Okay, verstehe. Ich probiere es einfach demnächst mal aus. Viel Glück auf, als aufrichtiger Detective haben wir die Pflicht, diese Nestbeschmutzer auszuschalten. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, bei was das im ersten Teil war. Okay, jetzt können wir endlich wieder zurück. Ja, ich kann aber wieder Schlagwurzsuche kurz gucken, aber... Wovor spinnt man Abhörgerät? Geht das dann nach Abhörgerät? Okay, aber gar nicht. Im Thema habe ich nicht genug. Es gibt keinen Grund, danach zu suchen. Okay, UFO wahrscheinlich auch nicht. Ja... Das ist aber viel zu viel. Das Ding ist, für irgendeine gewisse Nebenaufgabe musste ich auch die komplette Stadt absuchen. Ich weiß nicht, ob das Katzen fotografieren oder so war. Es war auf jeden Fall sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Und das muss nicht unbedingt. So. Na, das ist halt... Das Schlauch. Das macht dann... Das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Weißt du, wenn du halt alles absuchen musst, ich glaube, das war auch so eine Geschichte gewesen, wo ich dann nachgeguckt habe, wo das denn ist. Weil es war einfach viel zu... Ja. So, hallo die Herrschaften. Ich habe mal ganz kurz Lust, meine Dings... Au. Hallo? Hörst du mal auf, das zu blocken, Mann? Du Pinsel. Komm. Au. Au. Jagger mir auf, so doof rumzustehen. Okay. Weißt du was? Hat man schon lange nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, irgendwann werden wir es nochmal durchbrechen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so... Na? So hart drauf sind. Ich hoffe jetzt einfach bloß mal, dass wir... Einsatz des Tigers? Was? Einsatz des Tigers. Der Tiger ist ein außergewöhnlicher Stil mit verschiedenen Angriffen. Heftiger Angriff. Ja, was willst du denn? Hä? Was will der jetzt da von mir? Ich habe meinen Kampfstil. Also ja, Tiger soll ich vielleicht einsetzen für schnellere? Naja, weiß ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich... Obwohl. Doch, gerade bei diesen... Wow. Gerade bei diesen kleinen... Geschichten hier, wo die nicht so stark sind. Können wir halt, glaube ich, eh schneller fertig werden. Ja gut, dann würde ich wahrscheinlich den Tiger dann nehmen. Das hat eh mehr Angriffsstärke. Ich wollte aber gucken, wegen hier, wegen was Mumpfen. Guten Tag. Ich meine, wir haben ja sehr genug Kohle. Was ist denn hier dein teuerstes? Bringt mir das gar nicht.
Du kannst nicht mehr bestellen. Ach so. So, und dann. Starving. Ach, jetzt ist es. Pretty tasty. Thanks. Ich muss jetzt aber mal gucken. Wir haben jetzt das letzte gekauft, ne? Ob da jetzt irgendein Haken dran ist oder nicht. Super große, das war. Okay, das mit das Sternchen war das, was wir schon gekauft haben. Gut, jetzt weiß ich. Ja. Jetzt weiß ich, auf was wir achten müssen. Das war mir bloß wichtig. Hey, Freunde. Kann man ja mal machen. Ach, scheiße, ich habe mich wieder nicht treffen lassen, ich dussel. Ach, Manu. Warte, was haben wir denn hier? Feingelassener Gegenstand. Das hat vielleicht jemand verloren. Okay, jemand, der traurig und so guckt, ne? Warte mal, da hinten? Der scheint doch was zu suchen. Excuse me. Okay, ich habe was ist das? Ist das einer von meinen Kopfhörern? Ich dachte, ich hätte... Okay, mysteriöser Stein. Okay. Ey, Freunde, okay. Ja, gut. Ist okay. Reicht zu. Rutschen. Und klares Herz. Toll. Und das Schöne ist, erstmal gegen die Tür laufen, so wie immer. Guten Tag. Was haben Sie denn hier Teures? Warte. Ah, siehst du, da ist nämlich schon ein Stern. Ja, schön Pfannkuchen, oder? Nehmen wir einen schönen Pfannkuchen. Starving. Pretty tasty, thanks. Ja, es ist alles super lecker. Glaube ich ihm aber auch. Hätte ich auch Bock drauf, aber ich bin momentan auf Diät. Was ich mal eigentlich gucken wollte. Town Go? Ja, hier konnten wir das, glaube ich, sehen, was wir alles machen mussten, oder? Shop-Mission? Mussten wir, da hatte ich, glaube ich, in den Trophäen schon nachgeguckt, da mussten wir nicht alles machen. Beim ersten Teil mussten wir das alles machen. Guck dir das doch mal an, Alter, Shop, also ich weiß nicht, Shop-Mission, ich weiß, ob das, warte mal, Drohnerin, Charles, Play, hier siehst du das nämlich, was du alles abschließen kannst und dann kriegst du nochmal am Ende 100, genau das wollte ich auch mal zeigen. Also, ja, das ist halt hauptsächlich Essen, aber bei sowas mit, war das Shogi, was ich nicht verstanden? Shogi habe ich nicht verstanden. Das war nämlich immer sowas Blödes, um dann komplett das Spiel fertig zu kriegen oder auch 100% zu kriegen, musst du das halt machen. Mahjong, das habe ich hingekriegt. Shogi verstehe ich bis heute noch nicht. Deswegen, ach so, ja, hier, das... was man alles so einnehmen kann. Wir haben schon über eine halbe Million, das ist auch schön. 10 Millionen, man kriegt das auch irgendwann hin, gerade wenn du alle Nebenfälle machst und du da immer 100.000 und so kriegst, oder schon teilweise mehr, ist das schon krass. Ermittlungsakte 1, okay. Ist das Dance Dance Revolution? Das ist Dance Dance Revolution, oder? Das könnte man eigentlich auch machen. Ja, es wird noch Folgen geben, wo wir da auf jeden Fall auch voll reingehen und so, aber... Plus, dass ihr mal wisst, wie viel Content das Spiel hier auch noch mit zusätzlich bietet, ne? Gerade mit Nebenmissionen, Tanzen, Freunden und sowas, das ist halt... Ja, man hat ordentlich zu tun. Was aber auch ein schlechtes ist, ne? Aber der Hauptfall ist halt immer noch das, was am meisten sein sollte. Ach so, die Dings wollten wir anrufen. Yagami-san, do you have a minute? It's Shiosaki. Oh, I was just about to call you. I was gonna say, I've got some leads on the murder. By the way, you wouldn't happen to know Detective Watanabe, would you? From Kanagawa... Oh, yes. He came asking me about the harassment case. Apparently he couldn't interview Ehara, so he got us instead. Wanna know why that is? Apparently Tokyo PD suspects Ehara might be linked to the murder in some way. And since they don't want Kanagawa stealing the show, they're blocking their investigators out. That does make sense. Not in a bureaucratic way. By the way, when's your next appointment with Ehara? As soon as we're ready, honestly. Did you want to come along? Yeah, I
was just about to ask that. But I'd like to do a bit more research beforehand. I want to know exactly how Ihara's crime played out. Funny you should say that. Hoshino-kun just told me he's going to reinspect the crime scene tomorrow. He said it'd be best to plot Ihara's movement from Ikebukuro all the way to Shinjuku, where he was caught. No kidding. Then I ought to go with. If that's the case, hold on one sec. Okay. Yagami-san? It's me, Hoshino. I'm stoked to hear you'll be helping me out tomorrow. I'm stoked to be there. Oh, and could you bring the statements from Ihara's arrest with you? It'd be a huge help if you could walk me through what happened on site. You got it. We'll be starting from Ikebukuro Station, so just meet me there tomorrow. Will do. See you then. Jo, danke auch. Was mir bloß gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, um ehrlich zu sein. Diese Aussage von wegen, er will halt mit Dings sprechen, aber er darf nicht, wegen der tokyonanischen Polizei. Finde ich halt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also ich, vielleicht geht's nur mir so, aber mal sehen, was wir für Aufträge haben. Das verbotene Aroma. Okay, irgendwann später. Ist aber komisch. Nicht, dass vielleicht unser Detective mehr mit dem Ganzen zu tun hat, als wir bisher vielleicht wissen. Also nicht, dass er dahinter steckt oder dass er den Mord irgendwie geplant hat oder so, aber ich weiß nicht. Das ist bloß so ein Gefühl. Das Doofe ist halt... Aber was heißt das Doofe? Wenn man halt den ersten Teil gespielt hat, dann weiß man, ich muss zu Hoshino-kun in die Kubis stehen. Am besten mit nämlich ein Taxi, okay. Wenn man halt weiß, also wenn man den ersten Teil gespielt hat, dann weiß man halt, ich will da auch eigentlich ohne spoilern, aber dass es ein paar nice Wendungen und sowas gab, mit denen man auch nicht gerechnet hat. Und das könnte halt so eine Möglichkeit sein. Dadurch, dass ich natürlich wieder hier jetzt rumspinne, wie was sein könnte, kann es auch gut sein, dass ich ein bisschen was vorwegnehme aus Versehen oder mir dann selber so, ja gut, das habe ich dann doch kommen sehen, aber ich, vielleicht ist es auch ganz anders, ne? Aber es wäre halt eine Möglichkeit. Warte mal. Wie, du hast mir jetzt schon Kohle abgeknöpft. Weil, wo ist denn jetzt mein... Fahr mit dem Taxi zur Ikebukuro Station. Aber wo ist denn die? Also... Oder steht, ja, ist okay, Mann. Ikebukuro Station. Ich weiß jetzt nicht, wo der Bahnhof hier ist. Na, Komorotsu natürlich nicht. Chinatown? Nee. East Hinch Station. Heaven's Golf. Okay. Ach, Loch, bin ich bescheuert. Hier oben steht's ja. Entschuldigung. Ich habe jetzt den ganzen... ja. Entschuldigung.